Hey du, das sind Seepferdchen, die sind lieb. Seepferdchen sind lieb, glaube ich. Hallo und willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir sind wieder ganz tief unten unterwegs, in einem neuen und noch unerforschten Biom. Wir waren ja schon so ein bisschen unterwegs. Hier gibt es super viele Ressourcenvorkommen. Aber wir haben noch kein Blei gefunden. Deswegen suchen wir noch ein bisschen weiter. Bis wir vielleicht Blei finden. Mal gucken. Also wir müssen auf jeden Fall mal rausfinden, wo uns das hier eigentlich hinführt. Wir sind, glaube ich, echt weit von zu Hause weg. Können wir mal kurz gucken. Die Seebahn umzudrehen dauert zu lang. Deswegen steige ich einfach mal aus hier und guck. Wir sind 1200 Meter von zu Hause. Wir sind 310 Meter tief. Tendenz steigend. Also es gibt sehr viel Titan. Brauchen wir jetzt momentan auch nicht. Wir bräuchten eigentlich hauptsächlich Blei, ne? Von allem anderen haben wir erstmal genug. Oh, das geht zu tief runter. Ich weiß nicht. Hier ist nichts. Das ist komplett totes Land. Das ist Leviathanland, oder? Ich habe kein gutes Gefühl. Ich denke, wir sind in Leviathanland. Ich drehe lieber ab. Ich traue mich nicht, da weiter runter zu tauchen. Das Problem ist, wenn der auftaucht, das ist komplett offen hier. Wir sind dem total ausgeliefert. Jetzt bin ich mit dem Heck irgendwo angestoßen. Ich würde auch mal ganz kurz aussteigen. Und die Seebahn wieder hoch reparieren. Hier ist halt nichts unterwegs. Ich meine, wenn es hier ungefährlich wäre, dann wären ja doch andere Tiere unterwegs, oder? Ich weiß nicht. Aber wir müssen jetzt alle Module irgendwie reparieren. Dem Krebs geht's gut, oder? Den können wir gar nicht reparieren, okay? Was mit den Energiezellen? 92. Also, die Seebahn lädt den Krebs nicht auf. Das ist schade. Das wäre praktisch, dann hätte man... Ja gut, dann müsste man noch mehr Energiezellen mitnehmen für Notfall, ne? Aber... Dann müsste man nicht so viele einzelne Zellen aufladen. Von daher wäre es ganz praktisch. Also hier gibt es so wieder Titanvorkommen. Das heißt, hier ist es irgendwie noch ein bisschen lebendig. Aber wenn wir da tiefer runtertauchen... Und die Musik ist so creepy. Ich meine, wir können es versuchen, ne? Ich mach mal hier den Schocker an. Oh, ist das creepy. Da geht's senkrecht und gar nichts runter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie von Interesse ist hier. Wir drehen ab, das ist mir zu gefährlich. Ich war noch nie in Subnautica in so offenen Gewässern unterwegs, ohne dass mich Leviathane gejagt haben. Das ist echt super creepy. Okay. Ich würde sagen, wir schwimmen hier jetzt langsam wieder zurück, oder? Wir können ja mal hier unterm Eis gucken, was da so los ist. Da ist ein Titanvorkommen. Da gibt es wieder Quarz. Ja, hier oben ist es deutlich weniger creepy. Und viel heller. Okay, wir könnten auch mal an die Wasseroberfläche gucken, ob man hier irgendwie an Land gehen kann. Das wäre auch interessant, ne? Aber das müssen wir vielleicht fast nochmal getrennt untersuchen. Wir sind jetzt 200 Meter tief, das dauert einen Moment aufzutauchen. Also super gutes Ressourcenfarmgebiet für Kupfer, Titan und Quarz. Andere Sachen gibt es hier leider nicht. Was ist dies? Okay, wir sind gar nicht weit von zu Hause weg. Aber wir waren hier scheinbar noch nicht. Das sind nur 350 Meter von unserer Base unter diesen Eisschollen in diesem Pinguin-Biom. Da gibt es auch immer oben Platz zum Luftholen. Also hier hätten wir eigentlich schon viel früher hergucken können. Chill mal. Verrückter Pingu. Wasser. Quarz gibt es ja auch ziemlich viel. Wunderbar. Also hier waren wir auch noch nicht überall unterwegs, offensichtlich. Obwohl ich hier schon ziemlich viel, zum Beispiel Quarz, gesammelt habe in der Gegend. Und hier gibt es auch diese leckeren Früchte, ne? Können wir auch mal wieder eine mitnehmen. Wir dürfen uns nur nicht einfrieren lassen von den
fiesen Gefrierfischen hier. Eiswurzelknolle, die sind total gut. Bring Wasser. Oh, und PDA. Lieferstatusbericht. Oh, ich habe mich einfrieren lassen. Nicht gut. Was du das? Du Frechsack. Geh woanders spielen. Eieiei. Das ist ganz schön gefährlich, wenn man keine so gute Taucherflasche hat wie wir. Was macht denn der Lochfisch da oben? Verrückter Lochfisch. Was ist das? Hä? Ein Hologramm irgendwie. Ich weiß nicht, ob das da hingehört. Okay. Das war das hier oben. Mehr gibt's ja nicht. Hier unten ist noch so ein... Was ist denn das? Ach, das sind Pfeile irgendwie. Ah, das ist eine Wegmarkermaschine. Die hatten wir doch schon, oder? Die kenne ich auf jeden Fall. Ich glaube, die hatten wir in der ersten Season. Und die gibt's wohl wieder. Alles klar. Dann gibt's die bestimmt irgendwo hier zum Scannen, oder? Was ist das? Signalboje. Ja, also das hier ist irgendeine verschollene Lieferung. Und das ist Titan. Hatten wir schon. Was ist das? Komischer Koffer. Ein Kran? Das ist... Weiß ich nicht. Alles genau untersuchen. Nährstoffblock. Super lecker. Leuchtfackeln. Okay, das war's dann wohl. Moment. Da sind Marker. Den folgen wir jetzt, ne? Ich denke, wir nehmen mal die Seebahn so ein Stück mit. Wir sind hier direkt an so einem, an dem Rankenbiom. Ah, hier geht's wieder runter. Okay. Moment. Habt ihr es gehört? Da gibt's Explosivfische. Terroristenfische. So. Wir brauchen mal kurz Sauerstoff. Das ist total spannend hier. Wir könnten so ein Engramm auswählen, so einen Bauplan. Zum Beispiel so ein Seebahnfrachtabteil. Das braucht nämlich Blei und die Seekobolde. Die bringen uns immer die Ressourcen, die wir brauchen. Und die wissen jetzt, dass ich Blei brauche. Das heißt, wenn ich zu denen hinschwimme, dann kommen die Terroristenfische und wollen mich zerlegen. Nicht so cool. Okay, da ist einer. Danke für den Kristall, den habe ich nicht gebraucht. Und hier ist noch einer. Hallo Kobold. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber das hier ist Silber. Okay. Also eigentlich müssten wir hier schon gewesen sein. Das hier sind alles Silbervorkommen. Müssten wir eigentlich nicht mitnehmen, so viel brauche ich nicht. So viel Silber. Kobold? Der hat Titan. Das funktioniert nicht so gut. Vielleicht ist es auch einfach der Vorführeffekt. Beim letzten Mal hat er mir dann tatsächlich Blei gebracht. Also, fragt mich nicht. Wollen wir so ein paar von den Blasen hier mitnehmen? Wurzelblasen. Wenn wir hier schon mal wieder unten sind. Inventar ist voll. Trinken wir einen Schluck. Nee, brauchen wir nicht. Okay, wir müssen erst wieder ausladen. Eigentlich wollte ich jetzt nicht noch wieder hier unten rumtauchen. Ach so. Hier ist der letzte Pfeil und da unten liegt das Pfadfinderwerkzeug. Okay, dann können wir uns das auch wieder herstellen. Das kennen wir ja schon. Das ist so ein Werkzeug, mit dem wir eben auch solche Wegmarker setzen können. Die sind, glaube ich, bei uns dann ein bisschen größer. Und die sieht man dann auch ein bisschen besser. Jetzt sind die Pfeile weg. Okay. Ist ja cool, dann haben wir das auch gefunden. Das lohnt sich hier so ein bisschen rumzugucken. Super spannend. Also unsere Base ist da vorne. Ich denke, wir untersuchen hier noch so ein bisschen dieses Pinguin-Biom, Penguin-Biom unter den Eisschollen. Ich habe unten in dem Schlingpflanzen-Biom so ein bisschen rumgeguckt. Das sah jetzt nicht super spannend aus. Ich glaube, wir waren da schon. Auf jeden Fall habe ich nichts super Spannendes entdeckt. Nur so ein paar Seekoboldnester und so. Jetzt schauen wir nochmal hier so ein Stück. Unter die Schollen. Vielleicht gibt es da noch irgendwas zu finden.
Tja, da gab's wohl nicht mehr super viel Spannendes zu sehen in der Gegend. Ich bin jetzt nochmal aufgebrochen zur Delta Station. Also wir sind hier direkt bei der Insel. Da müssten wir auch irgendwo den Wegpunkt hier haben. Rechts von uns, glaube ich. Anleger zur Station Delta ist da vorne. Also direkt vor uns hier ist die Insel. Und da unten unter uns ist der Marker für das Artefakt Q59. Das ist halt 300 Meter tief. Das heißt, das ist schon ziemlich eindeutig unter der Insel. Jetzt ist die Frage, wie man da runterkommt. Ich denke, wir versuchen jetzt einfach mal hier an den heißen Quellen vorbeizuschwimmen. Wir waren da ja schon unterwegs und haben nichts Entsprechendes gefunden. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Da gibt es Diamanten. Das ist gut. Das heißt auch, dass wir hier noch nicht waren. Oder dass ich die übersehen habe. Gold. Nehmen wir auch mal mit. Diamanten brauchen wir auch nicht wirklich, ne? Wir brauchen sowieso im Moment Blei. Blei ist immer gut. Okay. Ja, und dann tauchen wir jetzt ganz gemütlich da runter, beziehungsweise vielleicht nicht zu gemütlich. Ich weiß nicht, wie viel Sauerstoffquellen es da gibt. Und ich weiß auch gar nicht, ob das hier der richtige Zugang ist. Momentan... Oh, Diamanten. Nice. Momentan sieht es irgendwie so aus, als wäre das eine Sackgasse und wäre das einfach ein schöner, eine schöne Diamanten-Location hier gewesen. Ja, also ich glaube, das ist eine Sackgasse. Also das Ziel ist jetzt irgendwie, einen Durchgang zu diesem Artefakt zu finden. Wir haben den, glaube ich, schon mal gesucht. Das ist also nicht einfach. Aber irgendwie, irgendwo muss es da eigentlich so einen Durchgang geben, wo wir dann 200 Meter runtertauchen können. Zu diesem Artefakt. Also das hier ist, glaube ich, der Zugang, den wir kennen. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten, ne? Sauerstoff ist schon zur Hälfte weg. Ich denke, wir tanken erstmal Sauerstoff. Einmal auftauchen. Und dann müssen wir da irgendwie rankommen. Das ist halt so tief, dass ich schon fast davon ausgehe, dass das ein komplett anderes Biom wieder ist. Das ist super spannend. Macht das Sinn, hier so tief runter zu tauchen? Oder wollen wir großräumig suchen und schauen, ob wir das irgendwie unterschwimmen können, das ganze Gebiet? Das könnte gut sein bei der Tiefe. Das ist hier irgendwie ziemlich tief unter der Insel und das Bergwerk Koppa ist auch ziemlich tief unter der Insel. Deswegen werden wir jetzt, glaube ich, einfach mal versuchen, über das Bergwerk den Zugang zu diesem Artefakt zu finden. Ob das funktioniert, das werden wir dann sehen. Aber ich denke, ein Versuch ist es wert. Gluck, gluck. So, lassen wir mal die ganzen Teile hier und schauen, ob wir mit der Seebahn doch irgendwie da reinkommen. Ich habe da einen Tipp erhalten. Man kann sich da wohl möglicherweise doch auch irgendwie so ein bisschen durchmogeln. Wir haben es ja schon vorwärts versucht und es ging nicht. Moment. Steck fest. Oh. Okay, quer kommt man durch. Super cool. Dann können wir mich hier unten ganz gemütlich suchen, ohne dass wir irgendwelche Sauerstoffprobleme haben. Wir könnten hier auch mit dem Krebs runtertauchen. Allerdings wäre das ein ziemlicher Aufwand, den dann wieder rauszuholen hier, ne? Weil das hier so tief ist. Und mit dem Überwinden von Höhen ist der Krebs nicht so gut. Das hat er nicht so drauf. Das ist, glaube ich, das Wärmekraftwerk da unten. Brauchen wir jetzt nicht nochmal zu scannen. Bis hier sind wir ja vorgedrungen. Da liegen auch die Krebsteile wieder. Das kennen wir alles noch. Und ich glaube, ab hier haben wir es noch nicht untersucht. Das heißt, wir schwimmen hier jetzt mal überall rum und untersuchen nochmal alles. Untersuchen das gesamte Bergwerk. Und vielleicht gibt es ja eine Abzweigung. Krebs-Sprungtriebwerk. Super gut. Die Sachen sind schon ziemlich versteckt teilweise. Was ist hier los? Konstruktionswerkzeug. Okay. Das ist wieder ein ganz normales Krebsteil hier. Das haben wir schon mal gescannt. Die Krabben sind eigentlich super friedlich, ne? Vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen, aber...
Bis jetzt waren sie das immer. Nicht drauf anlegen. Also wir haben eigentlich den großen Teil der Mine untersucht. Wo wir noch nicht waren, das ist diese Abzweigung hier rechts. Da geht es nämlich auch noch runter und da ist direkt das Artefakt. Wir sind also schon mal vorbeigeschwommen. Da habe ich mich nicht reingetraut das letzte Mal, weil wir so Sauerstoffengpass hatten. Ne? Da sind wir von unten gekommen und wollten möglichst schnell wieder an die frische Luft. Okay, was ist das denn? Eine Alien-Statue. Okay. Die ist gut beleuchtet. Also die... Die ist doch irgendwie interessant wahrscheinlich, ne? Wir machen erstmal wieder eine Runde und sammeln ein bisschen Diamant ein. Okay, hier gibt's Rubine. Das ist gut. Was ist das? Kreaturenei. Ich glaube, so eins haben wir schon. Ich bin mir nicht sicher. Wir nehmen das mal mit. Sonst kriegt es der... Unser Biogenerator. Der mag auch gerne Eier. Was haben wir denn noch so? An der Höhlendecke haben wir nichts. Macht das Geräusche? Okay. Alles gut. Dann gucken wir uns das jetzt an. Das ist eine große Alien-Statue. Von allen Seiten beleuchtet. Alan sagt nichts. Was ist denn das? Das ist irgendwie echt einfach eine Statue, ne? Das ist eine Laus hier, ja. Steinlaus. Okay, Erbauer-Artefakt. Hey, Alan, was ist das? Erzähl es uns. Fremde Statue. New technology acquired. Teleporter-Abteil. What? Okay. Teleporter-Werkzeug. Alles klar, also wir können jetzt wohl einen Teleporter bauen. Das ist ja nett. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Lieferstatusbericht. Das ist die Lieferung. Die Seekobolde haben irgendwie Probleme gemacht. Die Seekobolde haben die Lieferung überfallen, deswegen lag die da rum. Super gut, dann konnten wir die finden. Ich habe auch dieses... Pfadfinderwerkzeug hergestellt, was wir da gescannt haben bei der kaputten Lieferung, die Seekobolde da überfallen haben. Jademembran. Okay. Das ist der Wickelpilz, den haben wir auch schon gefunden. Das ist das gute Fasermaterial. Fossilienbergungsgerät, genau, das hatten wir auch schon gefunden. Die haben irgendwie die Fossilien mit so Lasern ausgebuddelt. Ich weiß auch nicht warum. Macht man das nicht mit Pinseln normalerweise? Und dann haben wir hier Kyanid, Magnetit und so weiter gefunden. Wo ist denn hier die Statue? Gibt es da irgendwie große Formation aus... Das sind die Kristalle, die wir gefunden haben. Morganit. Das ist eine Art von Beryl. Okay. Jetzt schauen wir mal, was wir für einen Bauplan freigeschaltet haben. Teleporterwerkzeug. Okay. Braucht einen Ionenwürfel. Was habe ich jetzt gerade bekommen? Ach, Wasser, ne? Silikongummi und ein Ionenwürfel. Seebahn-Teleporterabteil. Okay. Das heißt, wir können irgendwo hinschwimmen und uns dann zurück teleportieren. Das kostet dann wahrscheinlich nur Energie, ne? Plastalbarren. Das haben wir ja alles. Das könnte man schon machen. Das wäre jetzt auch nicht total verschwenderisch. Ein Ionenwürfel. Wir hätten halt immer dieses Werkzeug, was wir mit uns rumtragen müssen. Aber dann haben wir eh schon ziemlich viel. Das macht auch keinen Unterschied mehr. Also wir haben jetzt dieses Bergwerk komplett erkundet. Wir wissen jetzt, was es hier gibt. Also hier gibt es Titanvorkommen ganz viel. Es gibt Gold. Es gibt Diamant. Es gibt ein Rubinvorkommen, ein einzelnes. Ja, Diamantenvorkommen gibt es auch einige. Aber ein Rubinvorkommen nur. Das ist ziemlich selten. Auf jeden Fall eine gute Location, wenn wir so High-End-Ressourcen brauchen. Aber haben wir sowieso genug aktuell, von dem her. Wir brauchen einfach nur Blei. Okay, dann verkrümmeln wir uns wieder, hätte ich gesagt. Wir haben dieses erste Artefakt gefunden. Und es hat diesen Teleporter freigeschaltet. Warum wollte Alan, dass wir den Teleporter finden? Vielleicht, weil wir irgendwie super tief irgendwo runter müssen. Wo die Seebahn nicht runterkommt. Das verschafft uns halt schon Zeit, ne?
So, ich hoffe, wir kommen jetzt wieder hier raus. Das wäre sonst schlecht. Ja, ich habe mich irgendwie verkantet. Kommen wir hier durch? Nee. Das ist nicht so einfach. Okay. Da muss man sich irgendwie durchmogeln. Das geht schon irgendwie. Okay. Wissen wir jetzt, dass wir da mit der Seebahn reinkommen. Ich denke, der Krebs wird da auch durchpassen. Den habe ich jetzt nicht dabei. Ich habe nur noch unser kleines Forschungsschiff hier zusammengebaut. Das Dock haben wir nicht mitgenommen, dass wir so ein bisschen kürzer sind, ein bisschen praktischer, ein bisschen schneller. Was ist denn das hier? Eine Leuchtfackel. Eine Leuchtfackelspur. Okay. Der folgen wir jetzt einfach mal. Gucken, wo die hinführt. Hier runter. Ist hier irgendwas noch? Super creepy. Wir sind überall auf der Map unterwegs, gerade ziemlich planlos. Das ist überall super spannend. Das sind alles so Ecken, wo wir schon mal kurz waren, aber wir haben das alles noch nicht so richtig untersucht. Hier ist ein tiefer Graben. Also ich denke, hier gibt es noch richtig viel zu entdecken in der Gegend. Blei gibt es jetzt nicht, deswegen ziehen wir erstmal weiter. Wir könnten mal dieses eins der anderen Artefakte suchen. Ich glaube, bei diesem Erbauer Körperlager waren wir schon mal in der Nähe. Also da könnten wir auf jeden Fall mal hingucken. Das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so weit von den bekannten Gebieten entfernt. Mann, das ist diese Riesenqualle. Können wir mal so ein bisschen rübertauchen. Hier gibt es auch wieder Kristall. Also, ich habe keine Ahnung, ob es irgendwo große Bleivorkommen gibt. Müsste es ja eigentlich, ne? Oh, Leviathan. Ich glaube, das große Ding lebt nicht, oder? Oder das hat mal gelebt und wir müssen das erforschen oder so. Das ist total spannend hier. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr eine coole Location zum Bleifarmen kennt. Das würde mich sehr interessieren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier rumzuschwimmen. Ich glaube eher nicht, aber okay. Der kann halt jede Sekunde hier sein. Die sind super schnell, die Großen. Ich hau ab. Das ist mir zu risky. Der ist ja schon hier. Ich versuche mich mal zu verkrümeln. Lässt er uns? Ich glaube, er lässt uns. Hier gibt es auch Haie. Okay. Das ist ein neues Biom. Da traue ich mich noch nicht hin gerade. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Leviathan. Ich schwimme mal hier durch. Vorbei. Weg von dem Viech, was da unten rum eiert. Einmal hier durch. Da traut er sich bestimmt nicht durch. Das ist zu schmal für ihn. Ich hoffe, wir haben ihn abgehängt. Genau, und hier sind wir wieder in dem bekannten Biom der Pilotin. Okay. Und hier unten, ein Stück tiefer als wir waren, müsste das Körperlager sein. Ich suche das gerade. Das ist das PK irgendwas. Das Erbauerlager ist unter uns, das Körperlager. Was ist das? Das ist wie so ein Kabel, ne? So ein leuchtendes Stück Kabel. Da unten ist das. Genau, da sind wir schon mal drüber rumgeschwebt und haben uns überlegt, ob wir da runter wollen, aber das war dann doch ein bisschen tief. Da müssten wir nur wieder den Zugang finden. Und dann könnten wir das mal abchecken. Das leuchtet so verdächtig. Was ist das? Moment. Hab ich irgendwo gegen? Nö. Was bist du denn? Das haben wir schon mal gefunden, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Was ist das? Ach, das ist ein Kabelstück. Gegen irgendwas sind wir gegengeschwommen. Hier ist es halt ziemlich eng für so eine lange Seebahn. Wir quetschen uns da trotzdem durch. So.
You came within range of data that might help with the construction of a new storage medium. You must continue to investigate. Okay. Wir sind, glaube ich, in der Nähe, ne? Ich denke, er meinte das Körperlager jetzt. Ich glaube nicht, dass es hier in der Nähe irgendwas gibt, was wir noch nicht untersucht haben. Wir tauchen mal tiefer runter. Das ist halt mordstief. Hier gibt es jetzt auch nicht viele Ressourcen oder so. Das sind helle Steine. Was ist das? Was ist das denn? Oh, Höhlenrosensporen. Super nice. Das Zeug haben wir gesucht. Jetzt wissen wir, wie das aussieht. Das sind einfach große, leuchtende Kugeln. Das Kristall. Hier gibt's überall Uranin-Nitschamber. I strongly sense my people's technology nearby. A body component is near. Ein Körperteil. Also wir besuchen jetzt praktisch so einen Erbauerfriedhof, denke ich. Ich weiß nicht, warum das Körperlager heißt. Kann man das nicht Friedhof nennen? Das wäre weniger creepy. Dann schauen wir da mal runter. Hm. Und was haben wir gerade? Ach, ich habe wieder Wasser bekommen. Was ist das denn? Hier gibt es komische Tiere. Die sind bestimmt gefährlich. Wir sind jetzt auf 450 Metern. Und hier gibt es überall Höhlenrosen. Und neue Pflanzen. Das ist ein komplett neues Biom. Was bist du? Bist du lieb? Wir checken mal dieses Tier ab. Das wird uns früher oder später noch begegnen. Hey du. Das sind Seepferdchen. Die sind lieb. Seepferdchen sind lieb, glaube ich. Die sehen super cool aus. Mega nice. Boah, das ist... Subnautica ist schon echt ein mega schönes Spiel. Ich glaube, ich tauche nochmal ein Stück hoch und setze mal so eine Boje, dass wir wissen, wo es runtergeht. Ich denke, das reicht hier schon. Dass wir das schön wiederfinden hier, weil hier bräuchte ich echt mal eine Boje. Das ist ziemlich versteckt. Obwohl es in der Nähe ist von dem Lager von der Maida, ne? So, Boje. Was schreiben wir denn da dran? Irgendwas war da. Wir können es ja Friedhof nennen. So. Und... Da gab es ganz viel Uraninit, da können wir noch ein bisschen mitnehmen. Da haben wir noch nicht so viel von. Wir wissen ja, alles, was wir nicht mitnehmen, brauchen wir später. Das ist Diamant. Okay. Rubine. Die hätte ich fast übersehen. Also ressourcentechnisch auch sehr spannend hier. Uns dieses Körperlager näher an. Ich steck fest. Wir passen da nicht durch, wir müssen hier durch. So. Also diese ganzen Ressourcen hier werde ich alle einsammeln. So viel ist mal klar. Oh, ich hoffe, wir haben den Seepferdchen nicht wehgetan. Das werden wir mal fix scannen. Oh, oh. Der will irgendwas von mir. Das ist ein Seepfau. Der macht das gleiche, was die Aliens gemacht haben in Subnautica 1, ne? Seepfau. Also sie sind doch nicht ohne, die machen irgendwas. Ich weiß nicht genau, was der gemacht hat, aber vielleicht finden wir irgendwas raus. Seepfau. Sind es Fleischfresser? Tiere? Pflanzenfresser. Große Pflanzenfresser. Seepfau. Mittelgroßer Pflanzenfresser, der an seinem länglichen Leib mit einer Vielzahl biolumineszenter Fortsätze ausgestattet ist. Also der wohnt wohl in der Tiefsee.
Langsam und ungeschützt, lange Arme zur Suche nach Samen, okay? Der hat Finger. Und der verteidigt sich durch Abgabe von den Pheromonen. Die beeinflussen die Gehirnfunktionen. Okay. Seek fluid intake. Gefährlich in ungewohnten Umgebungen mit Vorsicht nähern. Also ich glaube, der verwirrt uns nur so ein bisschen, ne? Ich glaube, der tut uns nicht wirklich was. Wir trinken mal unser ganzes wiederverwertetes Wasser aus. Vital signs stabilizing. Ja. Gluck, gluck. Lassen auch mal so ein paar Ressourcen hier vielleicht. Wir sind schon ziemlich vollgeladen wieder. Okay. Und dann gehen wir noch mal raus. Nee, lass mich. Der zieht mich zu sich hin. Wieso denn? Ich dachte, er hat Angst vor mir. Oh oh. Okay. Das ist nicht so gut, was der macht. Ich glaube, wir sollten uns von dem fernhalten. Das ist ein bisschen creepy. Das ist wie Pilze essen. Ich glaube, wir entfernen uns lieber etwas. Also die sind nicht komplett ungefährlich. Ich weiß jetzt nicht, was passiert und wie lange das andauert. Okay, jetzt ist es wieder besser. Geh mal hier raus. Das ist... Wo ist denn das? Wo ist denn der Wegpunkt jetzt hin? Oh, Blumen. Was sind das für Pflanzen? Wir müssen jetzt natürlich alles hier untersuchen. Ob das irgendwie neu ist. Was sind das für Pilze? Höhlenknospe. Das Zeug brauchen wir dringend. Da ist eine fleischfressende Pflanze. Okay. Das sind die Höhlenknospen, die wir gesucht haben. Ich hoffe, wir können die pflanzen. Aber wir können die auch so einsammeln, ne? Samen. Knospe. Okay, ich habe jetzt ganz viele Samen gesammelt. Das ist nicht unbedingt schlecht, die können wir ja einpflanzen. Aber eigentlich sammelt man die einfach mit der Hand, ohne das Messer. Wenn ihr versteht. So sammelt man die. Und scannen mussten wir irgendwas. Saturnbaum. Yeah. Nice. Super cool. Nehmen wir noch ein paar Knospen mit. Ich glaube, das reicht erstmal. ich weiß nicht, wir brauchen halt einige von denen, ne? Aber wir können die selber pflanzen, also eigentlich müssen wir gar keine von denen mitnehmen. Wichtiger wären diese Kugeln. Die können wir nicht selber pflanzen. Es sei denn, wir finden irgendwo so eine Seerose, ne? Oh, das ist so schön hier. Alle zwei Ecken wieder ein neues Biom. Inventar ist voll. Ich glaube, wir haben zu viel Zeug dabei. Müssen mal so ein bisschen was da lassen. Wie viel brauchen wir denn Samen? 4? Ich glaube, das reicht. 4 Samen und nicht ganz so viele Pilze. Dass wir nicht gleich das Schiff voll haben. Aber hier gibt es alles, was wir brauchen. Super cool. Gut, dass wir hier mal vorbeigeschaut haben. Und das Seepferdchen müssen wir halt dann irgendwie rammen oder so, ne? Dass uns das in Ruhe lässt. So. Und wo ist denn jetzt dieser Wegpunkt, wie gesagt? Ich sehe den. Ah, der ist unter uns. Das sind immer noch 140 Meter. Kretenfisch. Oh, nix wie weg. Unentspanntes Seepferdchen, Ink. So. Da können wir noch ein bisschen was reinpacken. Hier nicht. Haben wir noch irgendwo Storage? Ich glaube hier. Da können wir ja die Höhlenknospen reinpacken. Okay. Gut. Das heißt, wir müssen noch tiefer tauchen. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir machen hier jetzt mal Schluss. Wir sind jetzt schon ziemlich lange unterwegs wieder. Und... dann geht die Story hier nächste Folge weiter. Hoffentlich ohne verrückte Seepferdchen. Ich werde hier ordentlich Ressourcen sammeln. Und dann versuchen wir noch tiefer runter zu tauchen. Vielleicht geht es da ja noch weiter. Ich vermute es. Wir müssen einfach das Labyrinth hier weiter untersuchen. Und werden wir schon irgendwo einen Zugang finden. Das ist direkt unter uns.
Mich würde mal interessieren, ob man den Pflanzen irgendwas tun kann, ne? Wollen wir es mal ausprobieren? Das ist halt gefährlich, ne? Nein, 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 nein. Ich glaube nicht, dass man dem was tun kann. Das tat weh. Das Messer verschwindet, sobald die mich packt. Aber die ist ja jetzt... Die ist ja nicht mehr aktiv. Die ist ja jetzt so offen. Aber ich kann der nichts tun. Oder ist die jetzt deaktiviert? Vielleicht haben wir die auch deaktiviert jetzt, ne? Okay, also wir können mit der auf jeden Fall nichts anfangen. Ich glaube, ich habe die besiegt. Ich glaube, man kann die besiegen, aber das kostet halt viele Hitpoints, ne? Also ich habe jetzt einige Hitpoints verloren. Sollten wir so ein Medkit nehmen? Vielleicht, ne? Lass mich mal da ran jetzt. Plus. Nicht so einfach. Ja, nehmen wir mal so ein Medkit. Wir haben ja welche dabei. Zur Sicherheit. So. Weil wir doch hier unten unterwegs sind, wo wir uns überhaupt nicht auskennen. Zu essen habe ich auch nichts dabei, aber da können wir uns ein paar Fische machen. Okay, jetzt ist sie wieder startklar. Ich glaube, das bringt nichts, die Pflanzen anzugehen. Denen kann man nichts tun. Am besten wegbleiben. Okay. Neues Biom gefunden, zwei neue Ressourcen gefunden, neues Tier gefunden, dieses Seepferdchen, wo auch immer das unterwegs ist. Super hübsch, aber ein bisschen unentspannt. Irgendwo hinter uns. Was ist denn? Es hat sich verdrückt, das ist ja gut, wenn es nicht mehr da ist. Dann haben wir unsere Ruhe hier. Okay. Dann lassen wir es gut sein für diese Folge. Nächste Folge geht es dann runter zu diesem Erbauer-Körperlager. Da wird es nochmal richtig spannend. Mal gucken, was es da auf dem Friedhof zu entdecken gibt. Vielleicht haben die auch irgendwelche speziellen Grabbeigaben oder sowas gehabt. Wer weiß. Zum Beispiel Ionenkristalle oder so. Ionenwürfel. Mal gucken. Das ist echt super schön hier unten. Subnautica ist einfach immer wieder Killer. Die Biome sind so super schön. Mega schöne Unterwasserwelt. Ich hoffe natürlich, euch gefällt das Spiel genauso gut wie mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr heute dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.